2023 hat Rocco wieder sensationelle Highlights in petto. Eines davon ist mit Sicherheit die Auslieferung der komplett neu entwickelten Dampflokomotive P8 bzw. Baureihe 38. Aufgrund vieler Nachfragen und Wünsche unserer Kunden hat Rocco sich dazu entschlossen, dieses Modell im Edition-Sortiment anzusiedeln. Die Entwicklung des Originals der preußischen Personenzuglokomotiven P8, wie die spätere Baureihe 38 in Ost- wie Westdeutschland genannt wurde, war ein Meilenstein. Das charakteristische Merkmal für die P8 war der große Abstand zwischen der mittleren und der hinteren Kuppelachse. Der hohen Stückzahl von 3700, entsprechend vielfältig war das Erscheinungsbild im Laufe der Jahre. Kleine, große oder komplette fehlende Windleitbleche, Gieselejektor anstatt Rundschlot sowie genietete und später geschweißte Rauchkammern sind nur einige Detailausführungen. Nach den Wirren der beiden Weltkriege waren die Maschinen nahezu bei allen europäischen Bahnverwaltungen im Einsatz. Das komplett neu entwickelte Roco-Modell ist aufgrund seiner besonderen Modellausführung im Edition-Sortiment angesiedelt. Los geht es mit echten Klassikern. Das Modell der Deutschen Bundesbahn erscheint als Epoche 4 Modell. Alle Details wurden genau umgesetzt. Sei es die Regenrinnen in klassischer geteilter Ausführung, das freistehende Lokschild oder die Speisepumpe nach Bauart Knorr. Ebenfalls als Epoche 4 Modell erscheint das Modell der Deutschen Reichsbahn. Hier zählen die Windleitbleche der Bauart Wagner oder aber die Regenrinnen in DR-Ausführung zu den Besonderheiten. Außerdem begeistern vorbildgerechte ausgeführte Leitungen und Griffstangen am Kessel sowie dem Führerhaus und die filigrane Steuerung mit ihren markanten Rädern sowie der Tender mit filigran ausgeführten Nietenreihen und einer luftigen Nachbildung der Drehgestelle nach amerikanischer Bauart. Auch technisch weiß das Edition-Modell aufzufallen. Ein komplett neu entwickeltes dynamisches Dampfsystem sorgt für noch kraftvolleren Rauchausstoß aus dem Schornstein. Ebenfalls im Kesselbereich ist der große Lautsprecher untergebracht. Der Antrieb erfolgt im Tender und sorgt für einen kultivierten und ausgewogenen Lauf. Mit dem ebenfalls im Editionssortiment angesiedelten Modell der Doppeldiesellokomotive BR-288 folgt Rocco einem vielfachen Fanwunsch. Während des Zweiten Weltkriegs wurden von der deutschen Wehrmacht schwere und kraftvolle Diesellokomotiven benötigt. In jeder Halbeinheit der dieselelektrischen Doppellokomotiven versorgte ein vom Dieselmotor direkt angetriebener Gleichstromgenerator die elektrischen Fahrmotoren an jedem Radsatz mit Energie. Anfangs als D311 in Dienst gestellt, wurden die Maschinen später von der Deutschen Bundesbahn als V188 bzw. als Baureihe 288 noch viele Jahre eingesetzt und später verschrottet. Rocco erfüllt in diesem Jahr den Wunsch nach diesem besonderen Vorbild. Schon auf den ersten Blick erkennt man die hochwertige und detailverliebte Ausführung des Edition-Modells. Die beiden Lokgehäuse zieren feinst ausgeführte Nietenreihen an den Seitenwänden und den Dachbandagen. Alle Lüfterlamellen sind tief graviert und erzeugen damit eine perfekte Tiefenwirkung. Die Front der bulligen Maschine weiß mit einer stimmigen Dachrundung, separat angesetzten Scheibenwischern und zierlichen Lampen zu begeistern. Blickt man auf den Übergangsbereich zwischen den beiden Lokhälften, fallen die vielen Verbindungsleitungen auf. Der Fahrwerksbereich sticht durch seine plastische Wirkung und vielen Gravuren sowie angesetzten Teilen heraus. Bei der Technik überzeugt das Schwergewicht durch zwei angetriebene Lokhälften und garantiert damit eine besonders hohe Zugkraft. In den Digitalvarianten verfügen beide Lokhälften zudem über große Lautsprecher und bringen den kernigen Sound des Originals perfekt auf die Modellschienen. Per Knopfdruck lassen sich die unter einem durchbrochenen Gitter dargestellten Lüfterräder aktivieren.
Auch bei den Beleuchtungsfunktionen bleiben keine Wünsche offen. Egal ob Maschinenraumbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, eine Beleuchtung der Armaturen oder des Schaltkastens. Mit einem umfangreichen Güterwagenset lässt sich die Neukonstruktion perfekt einsetzen und bringt damit ein Stück Eisenbahngeschichte auf die heimische Anlage. Für Freunde der Schweizer Bahnen rollt mit der kurzen Ausführung der RE44 ein zeitgemäßes Modell auf die H0-Schienen. Die Geschichte der RE44 beginnt im Jahr 1960 mit der Bestellung von 6 Prototypen einer neuen Mehrzwecklokomotive. Ein Novum war die Gestaltung dieser Lokomotive. Nur noch ein Dachstromabnehmer sowie die Verzierung mit Chrombuchstaben. Die Prototypen überzeugten und bildeten den Auftakt zu der mit Abstand größten jemals in der Eidgenossenschaft beschafften Fahrzeugserie. Im Vergleich zu den Prototypen fallen einige Unterschiede auf. Ein verlängerter Stoßbalken, eine andere Aufteilung der Farben, größere Maschinenraumfenster und abweichende Drehgestelle. Als Nachteil erwies sich nur das Vorhandensein eines einzigen Stromabnehmers. Aus diesem Grund besaßen die Lokomotiven der ab 1969 gebauten zweiten Serie 2 Einholm-Stromabnehmer. Oft gewünscht und nun als Neukonstruktion umgesetzt, rollt mit der 111-08 die berühmteste aller kurzen Bobos, wie sie in der Schweiz liebevoll genannt werden, auf die H0-Gleise. Wie von Roco gewohnt, besticht das Modell durch eine Ausführung genau dem großen Original entsprechend. Dazu zählen die als plastische Gravur ausgeführten Loknummern und das Pfeil-Logo sowie die aufgemalten SBB-Logos. Genauso besonders sind die Fronten der Modelle ausgeführt. Griffstangen in vorbildgerechter Materialstärke oder ein feinst ausgeführtes Trittblech begeistern. Je nach Ausführung verfügen die Modelle über im Führerstand angebrachte Zugzieltafeln. Auch das Dach kann mit seiner vorbildgerechten Leitungsführung und den aus durchbrochenem Ätzblech dargestellten Lüftergittern punkten. Für hohe Zugkraft sorgen ein großer Grundrahmen und ein von oben zusätzlich angebrachtes Gewicht. Als perfekte Ergänzung erscheinen 2 bunte Wagensets, welche die sogenannten Bötzberg-Interregio-Züge als Vorbild haben. Blicken wir nach Tschechien und die benachbarten Länder, wo sich noch heute die Diesellokomotiven der Reihe T466-2 im Einsatz befinden. Für Rocco Grund genug, diesem besonderen Fahrzeug ein Denkmal zu setzen. In den 1970er Jahren bestand bei der ehemaligen tschechoslowakischen Staatsbahn ein großer Bedarf an leistungsfähigen Güterzug-Diesellokomotiven für den mittelschweren Verschub- und Streckendienst. Im Zuge dessen wurde von der Industrieloktype T448 die leichtere Variante T466.2 abgeleitet. Sie wurde von CKD in Prag ab 1977 in 9 Bauserien mit fast 500 Einheiten gefertigt und bis 1986 bei den CSD in Dienst gestellt. Die vierachsigen dieselelektrischen Lokomotiven haben 2 Vorbauten und ein über dem hinteren Drehgestell angeordnetes Führerhaus. Die Loks werden noch heute auf dem gesamten Netz der tschechischen und slowakischen Bahnen, vor allem im Güterverkehr, aber auch im Personenverkehr eingesetzt. Mittlerweile wurden auch einige Maschinen an private Bahnunternehmen verkauft, die diese in bunten Lackierungen einsetzen. Mit der neuen T466.2 erscheint ein echter Klassiker Osteuropas. Die Roco-Konstrukteure haben bei der Umsetzung auf alle Raffinessen und Feinheiten des großen Originals geachtet. Auf den ersten Blick stechen die vielen Geländer und Rangiergriffstangen ins Auge. Sie sind in vorbildgerechter Materialstärke ausgeführt. Die Dachpartie gefällt vor allem durch die freistehenden Dachhaken und die durchbrochen dargestellten Schutzgitter, welche einen Blick auf die darunterliegenden Lüfterräder gewähren. Ein tiefliegender Motor ermöglicht einen ungehinderten Blick durch den nachgebildeten Führerstand des Modells. Am Fahrwerk angebracht sind die freistehenden Sandfallrohre, die Bremsanlage sowie charakteristische Bauteile.
werfen wir den Blick wieder zurück nach Deutschland und widmen wir uns einem Modell, das technisch auf den neuesten Stand gebracht wurde. Der Elektrolokomotive 185 der DB AG. Sich wandelnde Marktbedingungen in der immer größer werdenden EU führten zum Wunsch der Deutschen Bahn, ihre Triebfahrzeuge zukünftig auch verstärkt grenzüberschreitend einsetzen zu können. Der Auftrag von DB Cargo über 200 neue Einheiten war der Hauptantrieb für die Entwicklung der Trax AC1. Die Lokomotive, direkt abgeleitet von der Baureihe 145, nun in geänderter Bauart und Baureihenbezeichnung, war jetzt für beide in Europa üblichen Wechselspannsysteme einsetzbar. Mit der neuen Baureihe 185 wurden vor allem die alten Einheitslokomotiven der Baureihe 140 ersetzt. Später wurde die Baureihe durch weitere Nachfolgebauarten ergänzt. Eine ständige Produktpflege ist für Roco ein wichtiges Versprechen. Daher erscheint die Trax 1-Familie mit einem umfangreichen optischen sowie technischen Update. Separat angesetzt werden nun die Scheibenwischer als detaillierte Nachbildung umgesetzt. Ebenso neu: Griffstangen aus lackiertem Metall an der Lokfront werten das Erscheinungsbild des Modells auf. Neue und je nach Variante ausgeführte Schneepflüge werden nun direkt am Chassis angebracht und lassen sich je nach Einsatzart durch offene bzw. geschlossene Bauteile tauschen. Am Dach fallen die Stromabnehmer mit unsichtbarer Befestigung auf und ermöglichen so einen freien Durchblick. Die Beleuchtung des Modells erfolgt mittels LED. Neu ist auch der Führerstand per Tastendruck beleuchtbar. Alle Modelle verfügen über eine Plug-Schnittstelle. In den Digitalversionen erscheinen die Modelle mit vorbildgerechten Soundgeräuschen. Da Vorfreude oft die schönste Freude ist, dürfen wir Sie auch über zwei Highlights informieren, die noch in der Planung sind. Die neuen Fernverkehrs-Doppelstockzüge der SBB verbinden die verschiedenen Regionen der Schweiz. Mit aktuell 62 bestellten Garnituren bilden die Züge der Bauart RABE 502 die größte Zugflotte des SBB-Fernverkehrs. Der Einsatz erstreckt sich dabei über große Teile der Schweiz. So stehen Bahnhöfe wie Geneve, Zürich, St. Gallen oder Basel auf den täglichen Fahrplänen. Roco freut sich, diesen wichtigen Meilenstein der Schweizer Eisenbahngeschichte als fein detailliertes Modell im Maßstab 1:87 umzusetzen. In einem ersten Schritt werden die vierteiligen Varianten des IR100 sowie die achtteiligen IR200 umgesetzt. Wie von Roco gewohnt, werden die Modelle neben der feinen Detaillierung auch mit einer Fülle an Funktionen aufwarten. Nightjet, der ÖBB. Der Zug als umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug ist Vorreiter in Sachen nachhaltiger Transportmittel. Seit Ende 2016 betreiben die ÖBB als eines der größten Verkehrsunternehmen Europas ein dichtes und attraktives Nachtzugangebot mit beliebten Reisezielen. Die ÖBB und Siemens Mobility werden in den nächsten Jahren insgesamt 33 siebenteilige Garnituren des neuen Nightjets in Betrieb nehmen. Sie bestehen aus je zwei Sitzwagen, drei Liegewagen sowie zwei Schlafwagen, welche mit höchstem Komfort und einem hochwertigen Innendesign zu überzeugen wissen. Parallel zum Vorbild wird auch bei Roco an der detailgetreuen Umsetzung dieses neuen Superzuges gearbeitet. Wie von Roco gewohnt, werden die Modelle durch beste Betriebseigenschaften gepaart mit hoher Detaillierung überzeugen. Neben einer schaltbaren Innenbeleuchtung lassen sich auch die Zugzielanzeigen per Knopfdruck beleuchten.